Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Dark and Light. Ja, es ist tatsächlich die vorerst letzte Folge. Wir haben uns überlegt, das Spiel eine Weile zu pausieren, weil uns ein bisschen die Herausforderung fehlt. Ganz kleines bisschen. Also wollen warten, bis ein bisschen mehr Content vorhanden ist. Ich bin heute alleine da. Die Jungs. Ja, oder von den Jungs verpacken das die PCs nicht. Aktuell zumindest. Und die Mädels sind beide krank. Da müsst ihr euch heute alleine mit mir vergnügen. Wir machen jetzt auch nur so ein paar Kleinigkeiten. Nichts Besonderes. Unsere Riesenbrücke ist ja fertig. Soweit. Bisschen an der Game-Ini rumgefriemelt. Ich hoffe, das funktioniert, dass die Strukturen dann nicht spawnen. Einfach an die Server-Konfiguration von Ark gehalten. Jetzt wahrscheinlich einige Tage bis Wochen nicht spielen werden. Voraussichtlich. Ach ja, genau. Wir hatten in der letzten Folge Goblins gezähmt. Da die Zeit ja auf dem Server weiterläuft im Verhältnis dazu, wie es bei einem Offline-Game, also bei einem Singleplayer-Game wäre, müssten die Goblins jetzt also auch eigentlich fertig sein mit ihrem Auftragsgecrafte, keine Ahnung. Kommen wir mal nach. Da stehen sie. So, okay, wir haben. Scheint irgendwie dabei gefreakt sein. Okay, also wir haben jetzt 3 Tage Echtzeit nicht gespielt. Aber irgendwie hat es sich aufgehangen. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Okay, also wir haben sage und schreibe einen Goblin-Vertrag. Innerhalb von 3 Menschenzeittagen. Obwohl alle Ressourcen vorhanden waren, ist das eine sehr magere Ausbeute. Ist wahrscheinlich so das gleiche Problem wie mit den Schafen. Es freest einfach. Wenn man den Schafen Wolle, ja, oder Pelz herstellen möchte. Dann freezen da die Timer auch einfach irgendwie. Man kann den Gras reinstopfen ohne Ende. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Okay. Dieses, aber hier scheint jetzt tatsächlich auch ein Goblin dran zu sitzen. Verhältnis hierzu. Ja. Nichts. Ja, nur so eine leere Hülle, aber da ist jetzt was Grünes dran. Okay. Keine Ahnung. Fällt gerade noch irgendwie. Hier haben wir Sachen im Inventar. Und hier haben wir keine Sachen im Inventar. Auch interessant. Problem, ich könnte
Close down machen, auch eben. Ich fände es ja eigentlich mal interessant, wenn jetzt irgendein Game, dass wir uns einmal gemeinsam diese Goblin-Balliste anschauen können. Ja, weil zum Beispiel dieser. Na toll. Zum Beispiel. Der Bug mit dem Reason, wenn man im Inventar von etwas herstellt. So wie jetzt mit den Goblin-Verträgen. Ihr habt es ja gerade selber gesehen. Das ist dann wieder so eine Aktion, die nimmt einem doch dann den Spielspaß. Für den irgendwie Tüten kriegen. Landen ist gerade nicht. Landen geht auch nicht gerade, wie schön. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Okay, die Balliste funktioniert offensichtlich nicht. Wieso auch immer. Toll. Gut, das war auch eine scheiß Idee. Leiter genau auf dem Fenster zu packen. Hallo. Hat aber bisher noch nie Probleme verursacht. So. Umbenennen, Reichweite ändern. All Targets. Weiß nicht. Wahrscheinlich fehlt hier irgendwie dann doch Munition oder so. Schauen wir nochmal genau. Diese Forging-Geschichte hier funktioniert auch nicht. Goblin Engineering. Ballista controlled by Goblin could shoot arrow. Need Goblin contract to. Geld haben wir, aber uns fehlen Pfeile. Dann gucken wir mal schnell, ob wir welche herstellen können. Ich glaube, wir haben gerade nirgendwo mehr welche. So, das ist natürlich auch eine feine Sache, wenn man dann hier andere. Wenn man hier dann diese speziellen Pfeile mit magischen Eigenschaften feuern kann. Versuchen Sie jetzt erstmal mit normalen Pfeilen. Drogan und St aber alles hier. Ehrlich. Lobe ich mir das. Wo nur irgendwo irgendwelche Steine rumfliegen haben. Ach,
Nicht Steine, Pfeile. Autsch. Auch nicht. Und die Saaten und der ganze Kram drin, was haben wir? Noch mehr Saat. Normale Pfeilen und Harpunenpfeile. Die haben ja offensichtlich nicht funktioniert. Wo drin? Steine drin. Garn hier drin. Garn. Gucken wir mal, ob in der anderen Werkbank noch Steine drin sind. Ja. Einfach nur um zu testen, ob es geht. Aussieht, mangelt es uns an Stroh. Das ist ja jetzt eh nur ein Test. Ja, eigentlich logisch, ne? Irgendwas müssen die Dinger ja abfeuern, aber keine Ahnung. Ich bin halt davon ausgegangen, das geht auch ohne. Ah, jetzt steht da auch Bullets 21. Bullets 0. Ja, einfach mal davon aus, dass wir es auch mit anderen... Ach Moment, wir können ja mal gerade schauen. Hier, wir haben hier auch eine Chemiewerkbank, ach ne. Eine Magiewerkbank umstehen. Stimmt. Pfeil. Belagerungspfeil. Nicht was Einfaches für wenig Geld. Oder Ressort. Dann Pulver und das Mithril. Schauen wir doch mal. Wir müssen doch jede Menge dunkel. Okay, hier sind keine Mithril-Barren. Vielleicht ist es auch. Müssen wohl doch Mithril-Barren sein. Hier noch. Welche rumfliegen? Nein. Oh. Wir könnten mal schnell welche machen. Wenn ihr mir sagt, wo wir das Holz verstecken.
Nein, nein, nein. Da noch Holz drin? Holz hier, Holz. Stacks daraus. Hier, wir nehmen noch zwei. Wir nehmen noch drei Stacks. Sollte gar nicht da rein. So, zünden das heilige Feuer. Okay. Das ist auch mal so eine Sache, dass es erst immer ruckeln muss, wenn man eine größere Produktion anschmeißt. Das ist ja nun in so einer Schmelze eigentlich kein großer Akt. Aber gut. Ich denke, wenn sie anfangen, an der Performance zu schrauben, könnte sich da noch einiges ändern. Dunkelsteinpulver fertig. Jawohl. Das wird wohl reichen. Brauchen wir noch dafür? Brauchen wir auch Harz? Quatsch. Weil. Hä? Was machen wir denn? So, wir bauen das. Wir brauchen tatsächlich auch noch Shards da. So, die Shards sind oben, hoffe ich. Müssten eigentlich. Ja, hier sind ein paar wenige. Wollen wir denn dunkle Essenz? Jetzt gerade nicht. Lieber sparen für die Zukunft. Bäm. Es ging ja voll ab. Ich glaube, wir machen mal eben noch ein paar Dunkelsteine. Das geht ja wenigstens richtig zügig. Bam, 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 bam.
Den Mithril brauchen wir pro dunkler Pfeil 1. Also brauchen wir noch 10 Mithril. Das geht ja relativ schnell. Wir können ja schon mal ein paar da reinlegen und abwarten, was passiert. Den Fensterrahmen, sondern die Leit. So. Und ich hatte nicht so einen extrem hohen Verschleiß. Wenn wir den Wyvern da oben attackieren würden, würde der abhauen. Ach, seht ihr das? Bullets? Nein. Null. Okay, dann vergesst das mal ganz schnell wieder mit den Pfeilen und den magischen Eigenschaften. Das ist ja blöd. Müssen wir nur überlegen, wo kriegen wir jetzt ein Opfer her? Ah, er zielt schon. Ui. Oh, wir haben den Pfeil abgekriegt vorhin. Also er schießt, aber er trifft wohl nicht. Die Pfeile wahrscheinlich schon alle. Jetzt hat er wahrscheinlich alle 10, die wir ihm gegeben haben, verballert. Nicht das Fenster. Nee, er hat tatsächlich noch 2 Pfeile übrig. Schön. Gut, das würde klappen. Hätten wir jetzt das nicht, die Pfeile nicht gewastet, die wir hatten, um daraus magische Pfeile herzustellen, die leider überhaupt gar nichts gebracht haben. Also merkt's euch, lernt aus meinen Fehlern. Oh, Greife. 3 Stück. Nun ja. Stadt vorbei. So zum Abschluss quasi. Will ich einmal prüfen, wer der König ist. Weil diese Funktion, die scheint ja auch immer noch nicht zu funktionieren. Warum auch immer. So, und als König kann man nämlich zum Beispiel auch diese Gate Open Times einstellen. Okay, ich habe jetzt hier allerdings auch noch gar kein Gate gesehen, wenn ich ehrlich bin. Noch nie. Aber das ist dann die Option, um zu verhindern, dass hier Leute rein und rauskommen. Vielleicht ist es dieses hier. Vielleicht ist es auch einfach ein magisches Tor, was hier irgendwo dann erscheint. Aber auch diese Funktion ist noch nicht gegeben. Und wenn wir jetzt mal hier hinten in das Haus reingucken, was wir ja mal eine ganze Weile lang, das war's nicht, was wir mal eine ganze Weile lang angemietet haben, so eigentlich für 14 Echtzeittage, wo ja alles drin verschwunden ist, das Pferd, was wir unten für Gold gekauft haben, ein Eber, noch irgendwas anderes, alle Einrichtungsgegenstände sind einfach despawned. Das ist auch nach wie vor immer noch der Fall hier, ihr seht's ja. Das ist einfach, ich weiß nicht, sowas darf nicht passieren. Da mietest du dir für, weiß ich nicht, was hat das gekostet? 50 am Tag oder pro Woche oder so? 490 für die Woche. Guck an. So. Und wenn du dann hingehst und 490 bzw. dann 980
Goldstücke da investierst, damit du ein schickes Haus hast, so zum Anfang vor allem, weil du ja gar nichts hast. Und da hast du dann Schmelzofen drin, eine Räucherkammer, Lagerfeuer und ein Bett vor allem, ne? Du investierst einfach die Kohle, die du dir am Anfang ganz hart zusammenklaubern musst, da unten mit den Fässern im Dorf und Kobold. Überfälle, was ja auf dem Low Level noch sehr, sehr gefährlich ist, einfach. Du machst dir die ganze Mühe und dann kommst du eines Tages online und alles ist despawned, was du in deiner Garage stehen hattest, die Tiere sind weg, was du. Ja, dein Essen ist sowieso weg, weil die ganze Räucherkammer verschwunden ist, die drei Schatztruhen, die da drin standen, die sind weg und. Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Es darf nicht passieren. Klar, es ist Early Access, ne? Darf man nie vergessen, keine Frage, aber das sind so Dinge. Wenn es sowas gibt, dann darf ich ein Spiel nicht releasen. Ist so, auch nicht als Early Access. Dann vielleicht als Alpha. Oder so. Oder Pre-Alpha. Keine Ahnung. Also ich bin davon überzeugt, dass wir noch viele schöne Sachen definitiv zu erwarten haben und eindrucksvolle. Aber momentan ist es einfach irgendwie langweilig. Was hast du denn für eine Herausforderung? Es soll wohl ein oder zwei Dungeons geben. Ich weiß es nicht. Den habe ich noch nicht. Aber es ist natürlich auch ein Dungeon. Zweit oder wenn dann vielleicht auch nur zu dritt, ist ja auch schon ein bisschen happig. Und es fehlt halt noch sehr an NPCs. Also hier sind ja überall diese verlassenen Dörfer, die überall mal rumstehen. Dann gibt es hier diese lilanen Bereiche, die abgegrenzt sind oder was auch immer das bedeuten mag. Jetzt gerade nicht, wo er ist, aber hier irgendwo muss eigentlich einer sein. Das sieht man auch bei schlechtem Wetter von oben. Hinten gerade nur nicht. Also bisher gibt es die NPCs ja einfach nur in den Städten. Und wir waren ja auch schon gemeinsam da auf dieser Baumsiedlung. Ich meine, das wäre schon in der Aufnahme gewesen und nicht im Offscreen. Es ist ja einfach gar nichts. Ne? Es ist nur. Es ist trist. Klar, du kannst hier überall bauen, du kannst hier schön deine Existenz gründen, kannst auch bauen bis sonst was. Ne? Wir sind jetzt schon auf Max-Level. Aktuell ist Level 60 ja das Höchste, was du kriegen kannst. Und ich bin ehrlich. Herrenhaus Elfen und Zwergen und Menschen ist noch nicht freigeschaltet, also nicht mal im Ansatz. Aber jetzt einfach nur dafür weiterzuspielen, um aus dem Material zu bauen, ich weiß nicht. Dann lieber demnächst weitermachen, wenn noch mehr Content vorhanden ist und vor allem diese Beschreibungen auch besser sind. Hier. Diese Fertigkeit zu verbessern. Forging Source 1, 2 und 3 oder 1, 2 und 3. So. Was ist denn die Forging Source 1? Wir haben alles schon eingeschmolzen, was du einschmelzen kannst. Der Rang ist nicht nach oben gegangen. Ich habe einen Let's Player gesehen, der hat diese Schmelze gehabt. Tatsächlich. Ich denke mal, er hat sie sich spawnen lassen. Kann man machen, definitiv. Aber mich würde natürlich interessieren, wie kriegt man sie denn regulär? Ist viel interessanter herauszufinden, beziehungsweise nicht herauszufinden, sondern wenn man es auch mal irgendwo nachlesen könnte. Es gibt noch gar kein offizielles Wiki oder dergleichen. So, wo sind wir hier? Ah, das ist diese Portalgeschichte. Hier ist ein riesiges Portal. Aber
Zu welchem Zweck? Warum? Was kann es? Wo führt es hin? Führt es in einen DLC dann, der noch kommen wird? Bisher ist es ja hier nur der, ich weiß gar nicht, der Heilige Pfad oder der Stille Pfad, wo man hin kann. Das ist ja diese Welt hier. Kommt man da in einen Boss-Dungeon? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur da. Sammeln. Nein, Gras wollen wir nicht sammeln. Es erinnert mich an ein Nether-Portal. Aber selbst wenn man genau da drin stehen bleibt, passiert nichts. Ja. Schade. Ja, und solange das mit diesem König und König sein nicht so richtig funktioniert, ich kann mir vorstellen, dass wenn man der König einer Fraktion ist, vielleicht auch unbeschadet zu einer anderen Fraktion gehen kann. Da man ja ein Repräsentant ist. Ich würde mir auch wünschen, dass man als König beispielsweise Aufgaben verteilen kann oder der Tribe, zu dem der König gehört, dann ja, die NPCs auch irgendwo hinschicken kann. Zum Holzfarmen, Getreidefarmen und was auch alles. Hier. Wieder ein Dorf. Aber einfach nur verlassen. Es fehlt momentan einfach so ein bisschen die Seele des Spiels. Hier gibt es NPCs, ja, aber das ist ja die Menschensiedlung. Hier muss man ja dann auch aufpassen als Elf. Oh. Toll, ein Leck. Ich habe hier schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendein Magier auf mich geschossen hat. Man wird sofort angegriffen. Die rasten vollkommen aus. Sehr, sehr schade. Man kann ja auch mal Bündnisse eingehen und alles. Das wäre doch was. Also landschaftlich definitiv wunderschön, aber contentmäßig so viel Bedarf. Schauen wir uns einmal noch kurz die Zwergenfestung an. Schon kälter. Elementare.
Ah, dann ist hier oben einfach ein Teddybär drauf gespawnt. Habt ihr das auch gesehen? Hier war gerade gar nichts. Ich glaube, hier geht es gar nicht zu den Zwergen. Wenn hier... Keine Ahnung, warum das leuchtet hier. Okay. Ah, jetzt weiß ich, warum es leuchtet. Wow. Okay, Stamina regenerieren ist nicht. Hier ist es böse. Müssen wir aber erstmal eben Stamina aufladen. Oh, Eisdrachen. Der Edel. Das wäre eventuell noch eine kleine Herausforderung, aber naja. Dann machen wir das mal im Offscreen bzw. nehmen dann auf, weil es wird jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall erstmal keine neuen Veröffentlichungen geben. Wir fliegen jetzt einmal zu der Zwergenfestung. Wo auch immer sie ist. Irgendwo wird sie schon sein. Bin noch nie da gewesen. Aber einmal anschauen wollte ich sie mir mit euch. Wahrscheinlich werden wir ohnehin wieder angegriffen. War neblig, ja. Ah, da unten. Das dürfte es dann wohl sein. Ist dann auch wieder so eine Sache. Akasha ist neulich in so etwas reingegangen, das woanders stand, im Sumpf war das. Und ist dann instant gestorben, weil die durch die Welt gebackt worden ist. Also das ist auch noch nicht so richtig gefixt. So, da unten haben wir wieder so, da haben wir so einen lilanen Kreis. Hier gehört wahrscheinlich der Zwergenfraktion. Aber, was kann er? Ich wollte gerade sagen, die Tiere gehen ja auch nicht hier rein. Aber das ist nicht richtig. Die gehen hier sehr wohl rein. So. Dann schauen wir doch mal, wie verhasst wir hier empfangen werden. Ah. Hübsch ist es hier, keine Frage. Gehen wir ein bisschen langsamer.
mal ein bisschen Licht machen. Huch. Was ist denn jetzt los? Wie seltsam war das denn jetzt? Oh, wirklich? Ja, dass man einfach überall angegriffen wird. Sehr traurig. Ein Fafnir, Alter. Schön. Haltbarkeit unbegrenzt. Gut, ich fliege jetzt wieder zurück und ja, vielen Dank, dass ihr diese Serie bis hierhin weiterverfolgt habt. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wie es weitergeht, ob es dann eine Staffel 3 geben wird oder ob die Staffel 2 einfach nahtlos dort fortgesetzt wird, wo wir dann aufgehört haben. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, bleiben die Strukturen erhalten oder nicht. Muss ich eine Copy vom Server machen oder dergleichen. Und das wird tatsächlich die Zeit zeigen. Aber schaut ruhig in alle anderen Let's Plays rein. Da werde ich und wir vor allem, also das Team auch, ein bisschen mehr Zeit hinein investieren können, dann dadurch, dass Dark and Light jetzt momentan zumindest erstmal pausiert wird. Ja. Gemacht haben wir nicht wirklich was. Nur das mit dem Goblin-Katapult war jetzt nicht sonderlich lehrreich, aber ihr könnt trotzdem gerne einen Daumen hoch lassen, wenn ihr mögt. Und ein Abo sowieso. Dann verpasst ihr auf jeden Fall auch die anderen Let's Plays nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auch in einem anderen Let's Play gegebenenfalls. Tschüss und auf Wiedersehen.